Ich erkläre dir heute drei wichtige EQ-Regeln für Vocals. Wenn du dich an diese Regeln hältst, wirst du jederzeit in der Lage sein, den Equalizer für deine Vocals perfekt einzustellen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Lead Vocals oder Vocals spielen in den meisten Musikproduktionen die Hauptrolle, deswegen solltest du ihnen immer besondere Aufmerksamkeit schenken. Um deine Lead Vocals perfekt abzumischen, ist der Equalizer dein wichtigstes Werkzeug. Mit ihm kannst du unangenehme Frequenzen absenken oder angenehme Frequenzen unterstützen. Das Problem dabei ist, dass sich viele, gerade Anfänger mit dem Equalizer, noch immer schwer tun und dass YouTube-Videos in so einem Fall auch nicht immer unbedingt die beste Hilfe sind. Ich selbst habe mir schon YouTube-Videos angeschaut, von Kollegen, die mit ihren teuren Fab-Filter-EQs chirurgisch genaue minimale Eingriffe machen und danach sieht der Equalizer ungefähr so aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich höre oft bei solchen minimalen Einstellungen überhaupt gar keinen Unterschied. Deswegen zeige ich dir jetzt drei einfache Regeln, wie du deinen EQ für Vocals so einstellen kannst, dass du ein perfektes Ergebnis erhältst. Hören wir erstmal in dieses Beispiel hier rein. Is there any chance for us to be lovers far apart? Can we be lovers far apart? Okay, du hörst also, diese Spuren hier sind in einem professionellen Tonstudio in den USA aufgenommen worden, von daher ist die Qualität schon sehr, sehr gut. Und auch die Gesangsspur klingt schon sehr, sehr gut. Wir können mal solo kurz reinhören. Why do you have to leave me? Why can't this last forever? Du hörst also, sie haben das live aufgenommen. Du hörst den Mann im Hintergrund singen in einer anderen Vocal Booth. Hört man aber im Gesamtmix dann nicht mehr. Fangen wir an mit Schritt Nummer 1, wenn ich meinen Vocal EQ einstelle. Und das ist zuerst mal die Aufgabe, Störgeräusche zu entfernen. Also zum Beispiel Trittschallgeräusche oder tiefe Atemgeräusche in der Gesangskabine. Ich mische meine Vocals immer nie solo ab, sondern ich lasse zumindest ein paar Harmonieinstrumente dazu laufen. In dem Fall ist jetzt das Piano und die Akustikgitarre ganz gut, weil alles, was du beeinflusst mit den Vocals, hat auch Einfluss auf den gesamten Mix. Wir hören also nochmal rein und ich versuche jetzt über einen Low-Cut-Filter, das ist dieser hier, zu schauen, hat sie Atemgeräusche, hat sie Trittgeräusche, kommt sie vielleicht gegen Mikrofonständer, dass hier unten was rumwummert und das wollen wir dann entfernen. Du siehst also, und das ist auch eine sehr gute Technik, auch für Anfänger, ist immer das Übertreiben. Übertreibe mit den EQ-Einstellungen, so bis du wirklich einen krassen Effekt hörst und fahr dann wieder zurück, bis du zufrieden mit dem Ergebnis bist. Dadurch, dass das hier eine professionelle Aufnahme ist und sie ein hochwertiges Mikrofon verwendet haben, bei dem höchstwahrscheinlich auch schon ein Low-Cut-Filter vorgeschaltet war, brauche ich jetzt hier in diesem Fall keinen Low-Cut-Filter setzen, weil sie es einfach so gut anhört und wenn es da so ein bisschen, hier wenn es ein bisschen in die Tiefen kommt, das stört den Mix groß nicht. Normalerweise ist es aber so, gerade bei Amateuraufnahmen, bei Home-Studio-Aufnahmen, brauchst du meistens diesen Low-Cut-Filter, weil tiefe Atemgeräusche sind oder wenn sie von unten ansinkt oder sowas, dass du da immer ein bisschen ein Gerumpel hast. Es gilt eben einfach auch die Regel, je besser die Arbeit des Recording-Engineers, desto weniger musst du später machen. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer 2 und das ist die Höhen über einen Shelving-Filter oder über einen Glockenfilter anzuheben. Du kannst das entweder so machen, hier über diesen Shelving-Filter hier, dass ich die Höhen anhebe. Man kann es aber auch über einen Glockenfilter machen, teilweise wenn dann die Höhen dann doch zu präsent sind in der Stimme selber, schon in der natürlichen Stimme. Das probieren wir jetzt auch mal und auch hier mache ich es wieder so, dass ich zunächst mal übertreibe, um den Effekt sehr, sehr deutlich zu hören. Ja, du hörst es, dass hier mehr edler Schein kommt. Das passt jetzt zu ihrer Stimme in dem Fall ganz gut. Es ist nicht so super, also du hast gehört, wenn ich extrem anhebe, ist es so, dass sie fast nasal klingt, dass sie kreischig klingt, das wird super unangenehm.
Aber sie hat schon eine sehr klare, schöne Stimme. Und wenn du hier noch ein bisschen unterstützt beim Anheben, kannst du noch diesen edlen Schein, diesen Glitzer noch ein bisschen rausholen. Übrigens, ich habe es jetzt in diesem Video schon zweimal erwähnt. Je besser das Recording, desto einfacher wird für dich nachher die Bearbeitung. Und wenn du dich noch unsicher fühlst bei der Aufnahme von Vocals, wenn du nicht weißt, wie soll ich mein Mikrofon positionieren, welches soll ich überhaupt verwenden oder auch für Instrumente, wie mikrofoniere ich Drums oder ein Gitarrenamp, dann habe ich was für dich vorbereitet und zwar ein PDF. Das heißt, in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da erkläre ich dir genau mein System, wie ich Instrumente, wie ich Vocals aufnehme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt geht es aber weiter mit Schritt Nummer 3. Und das ist unangenehme Frequenzen absenken. Also wir suchen jetzt nach was? Nach Frequenzen, nach einer, meistens ist es eine oder zwei, die uns stören, die entweder röhrenmäßig klingen oder dumpf klingen oder mumpfig klingen. Die suchen wir jetzt und zwar machen wir das über das berühmte Sweeping. Das heißt, ich nehme jetzt hier einen Bell-Filter mit relativ hoher Filtergüte und sweepe mich durch das Frequenzspektrum. Bitte mach beim Sweepen nicht den Fehler, dass du hier, wie manche das erklären, wirklich hier 20 dB anhebst und dann hier durchsweepst. Wenn du das machst, klingt jede Frequenz schlecht, die du so extrem anhebst. Also geh lieber moderat vor, in ungefähr so, das reicht erstmal. Jetzt sweepe ich durch und schau oder höre, ob mir irgendwas auffällt, was mir jetzt nicht gefällt hier. Okay, ich habe jetzt hier relativ genau bei 800 eine Frequenz gefunden. Die ist nicht so tragisch, aber sie stört mich ein bisschen. Es klingt ein bisschen dröhnig, würde ich jetzt mal sagen. Ich erkläre dir noch kurz einen coolen Trick, der auch für Anfänger helfen kann. Und das ist, wenn du einfach einen hochwertigeren EQ jetzt nimmst und dir dann diese Einstellungen nachbaust. Ich habe mir jetzt hier den Vintage Console EQ genommen und habe hier einfach die 800 Hertz eingestellt. Die will ich dann absenken. Und dann stelle ich hier noch ein High Gain ein, um auch die Höhen anzuheben. Du kannst jetzt hier nichts sehen. Das heißt, du kannst die Filtergüte und sowas kannst du nicht einstellen. Das macht der Vintage Console EQ hier automatisch. Du kannst also nicht genau sehen, wie die Kurve verläuft jetzt von diesem Equalizer. Aber mir gefällt das sowieso viel besser, als ständig auf irgendwelche Displays und Zahlen hier zu starren, ja, Filtergüte und so weiter, sondern dich einfach auf deine Ohren zu verlassen. Also ich baue jetzt diese Einstellung nach. Wir senken bei 800 ab, die habe ich hier eingestellt und wir heben dann mit dem Gain-Filter ein bisschen an die Höhen noch und hören mal, wie das jetzt mit diesem hochwertigeren Filter hier kommt. Hier bei diesem hochwertigen Vintage Console EQ hörst du wahnsinnig gut, wie diese Höhen bei ihr, wie die die richtig schön weich und sanft anhebt. Also sehr subtil, aber trotzdem ist das nochmal so ein bisschen diese Diva-Klitze. Hören wir uns jetzt mal den kompletten Mix an. Ich schalte erst die EQ-Bearbeitungen aus und dann schalte ich sie zu. Can we be lovers far apart? Was sagst du zu diesem pragmatischen Ansatz? Gefällt er dir oder habe ich jetzt hier totalen Quark erzählt und du brauchst tatsächlich einen teuren EQ von Fabfilter, von Waves oder von welcher Firma auch immer, um die perfekte Bearbeitung für deine Vocals machen zu können? Was ist deine Meinung? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare.
Wenn der Equalizer für dich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ist, dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Da erkläre ich dir die wichtigsten Frequenzen, wie sie klingen und für was sie im Mix verantwortlich sind. Ansonsten bedanke ich mich jetzt wie immer bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus dem heißen Alicante aus Spanien und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!